Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich immer noch ein bisschen mit der Höhe der Kamera experimentiere. Mal seht ihr mein Kinn nicht. Heute müsst ihr auf den Scheitel meines Kopfes verzichten. Ich schätze mal, dass es den meisten von euch ohnehin nicht so wichtig ist. Eher werden sich einige meiner Zuschauer denken: Muho, sieh mal zu, dass du zu Potte kommst und auch in 12 Minuten auf die Fragen eingehst, die du vorliest. Das will ich heute mal wieder probieren. Wie viel Glück ich dabei habe, werden wir sehen. Die erste Frage: Möchtest du einmal etwas sagen zum Thema Leben als Bodhisattva, beziehungsweise das Bodhisattva-Gelübde? Beziehungsweise Tugendregeln im Zen sagen. Ich finde es schade, dass im Zen-Alltag so wenig darüber gesprochen wird. Auch habe ich das Gefühl, dass die Ethik für die meisten eine Nebensächlichkeit darstellt. Okay, zunächst einmal vielen Dank für die Frage, denn ohne Fragen wie diese würde ich hier nicht sitzen. Wenn ihr mir nicht immer wieder Fragen stellen würdet, auf die ich eingehen kann, dann wäre mir schon längst der Stoff ausgegangen. Insofern Dankeschön. Allerdings habe ich ja in der Vergangenheit auch immer wieder meinerseits, wie soll man sagen, ja, Wünsche angemeldet, wie man eine Frage vielleicht anders oder für mein Gefühl zumindest besser stellen könnte, ne? Was mir bei dieser Frage zunächst aufstößt ein bisschen, vielleicht ist es auch mein eigenes Problem. Ich bekomme immer wieder Fragen, wie möchtest du nicht einmal etwas? Oder vielleicht hättest du ja mal Lust, über das und das zu sprechen. Ich fühle mich da so ein bisschen wie wenn zum Beispiel ich morgens in die Küche komme. Ich weiß, meine Frau ist eigentlich heute dran mit dem Abwasch, aber sie sagt mir: Schatz, vielleicht hättest du ja Lust, heute für mich den Abwasch zu machen. Natürlich kann ich den Abwasch machen, ne? Kein Problem, aber es ist was anderes, wenn sie dann gesagt hätte: Tut mir leid, ich weiß, dass ich heute dran bin, aber es wäre wirklich eine Hilfe für mich, wenn du das heute für mich machen könntest, ne? Also, ich würde diese Frage, wenn ich sie stelle, wahrscheinlich eher so stellen: Ich würde mich freuen, wenn du mal was zum Bodhisattva sagen könntest, zu den Gelübden, denn es wird wenig darüber gesprochen und ich habe das Gefühl, dass für viele Ethik eine Nebensächlichkeit darstellt, für mich aber nicht, und zwar aus diesen Gründen. Deshalb, wenn du die Zeit hast, es wäre toll, wenn du darüber was sagen könntest. So ist die Frage halt nicht gestellt, ne? Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, ne? Aber wenn du mich fragst, möchtest du einmal etwas zum Thema Leben als Bodhisattva sagen, dann ist meine Antwort: Immer wenn ich das Bedürfnis verspüre, dazu etwas zu sagen, dann tue ich es auch. Und ich habe mal wieder Werbung, Achtung, sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, ne, was das Leben eines Bodhisattva ausmacht, was Mitgefühl im Buddhismus bedeutet. Gut, es geht um Liebe im Allgemeinen auch, ne, noch viel drumherum, ne? Aber es geht auch genau um den Themenkomplex, der hier angesprochen wird, eben auch Ethik, die Gelübde. Und ich glaube, das war jetzt schon im Februar. Im Februar habe ich ein Gespräch geführt mit dem Thorsten Hesan Schäfer. Und da wollte er auch ausdrücklich über die vier Gelübde des Bodhisattva, also zunächst das Gelübde, alle Wesen zu retten, alle Begierden abzuschneiden oder sich von ihnen loszulassen, drittens die unzähligen Dharma-Tore alle zu durchschreiten und viertens den
unerreichten Buddha-Weg, den unerreichbaren Buddha-Weg zu gehen. Ne? Beziehungsweise, was genau diese vier Gelübde sind und wie man die interpretieren kann, macht einen Großteil des Gesprächs aus mit dem Thorsten. Ne? Deshalb von meiner Seite, ich könnte jetzt fragen, vielleicht möchtest du ja, vielleicht hast du ja Lust, dieses Buch zu kaufen, das gibt es im Buchladen, ne? Oder vielleicht hast du ja Lust, dir das Gespräch mit dem Thorsten Schäfer anzugucken. Ne? So drücke ich mich nicht aus. Ne? Vielleicht ist das einfach nicht mein persönlicher Stil. Ne? Ich würde jetzt einfach sagen, ich würde mich freuen, wenn dich das Thema interessiert, dann würde es mich freuen, wenn du dir zum Beispiel dieses Buch hier anguckst. Ne? Kann man ja wahrscheinlich auch in der Bücherei ausleihen, ne? Wenn du kein Geld hast. Ne? Und das Interview mit dem Thorsten, das gibt's ohne Werbung und alles bei YouTube zu sehen. Also guck es dir an. Und wenn du dir das durchgelesen hast und du hast dir das Interview angeschaut und du hast immer noch Fragen, du hast immer noch das Gefühl, da fehlt aber was. Und zwar für mein Gefühl fehlt da das Folgende. Auf diese Frage gehst du nicht ein. Dann stell mir die Frage nochmal ein bisschen konkreter und vielleicht möchte ich dann ja auch drauf eingehen. Ne? Okay, so viel zu dieser Frage. Die nächste Frage. Ich traue mich auch mal eine Frage zu stellen. Könntest du eventuell mal ein Video machen, in dem du auf die Unterschiede zwischen Rinzai und Soto eingehst? Vom Sitzen über den Unterschied von Fushilyo und Hishilyo bis hin zum Unterschied der Rakusu. Alles, was dir einfällt, würde mich als blutigen Anfänger sehr freuen, etwas darüber von dir zu hören. Also vielleicht ist es auch nur die Schüchternheit der Fragesteller, ne, dass niemand sagt, also es wäre toll, wenn du für mich ein Video über das Thema machst. Ne? Also auch hier könntest du eventuell vielleicht mal ein Thema über... Ne? Okay, ne, also ich will mich über keinen Fragesteller und über keine Frage lustig machen. Ne, aber auch hier wäre schön, vielleicht ein bisschen konkreter, warum? Warum willst du das wissen? Und die zwei verschiedenen Themenbereiche, die hier angesprochen werden, nämlich zum einen Fushilyo und Hishilyo. Also Fushilyo bedeutet nicht denken. Und Hishilyo kann man übersetzen als Undenken oder jenseits des Denkens. Darüber habe ich auch mit dem Thorsten Hesan Schäfer in dem Interview vom Februar gesprochen. Ne? Wie man Hishilyo übersetzen kann, wie man es interpretieren kann. Ne? Und da gibt es ein ganzes Spektrum an möglichen Interpretationen. Ne? Das ist ein Thema, das vielleicht einige hier interessiert. Ne? Ob es wirklich was mit dem Unterschied zwischen Soto und Rinzai zu tun hat, weiß ich nicht. Ich wage das zu bezweifeln, ne? Aber darüber könnte man auch sprechen. Und die Raksu, das sind diese Dinger, die wie Lätzchen aussehen, die sich die Mönche um den Hals hängen. Ne? Und da gibt es auch Unterschiede zwischen Rinzai und Soto. Da kann ich auch drüber sprechen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und auch hier wäre meinerseits die Frage, ja klar, also kein Problem, kann ich machen. Darüber habe ich bisher auch noch nicht gesprochen. Aber warum interessiert es dich? Ne? Inwiefern betrifft das dein Leben? Ne? Aber wie immer will ich trotzdem auf die Frage eingehen, ne? Auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, was den Fragesteller hier genau interessiert, wo der Punkt ist, an dem es ihm in seinem Leben betrifft. Ne? Als blutiger Anfänger gibt es vielleicht auch andere Fragen, die wichtiger sind. Aber gut, zunächst zum Fushilyo und Hishilyo. Bei Dogen kommen diese beiden Begriffe vor in einem Text mit dem Titel Fukan Sasengi und den findet man auch im Futter für Pferd und Esel. Ein Buch, das hier, ich greife es mal eben, ne? Dieses Buch, ne? Futter für Pferd und Esel, da findet ihr meine Übersetzung des Textes. Ich, jetzt aus der Erinnerung heraus, ne? Im Fukan Sasengi erklärt Dogen zum einen, dass Sasen
wirklich das Allerwichtigste ist und dann, wie man es macht. Also ihr skizziert eher grob, wie man sitzt. Hände übereinander, Füße übereinander, ne? Sitzen im Lotus oder im halben Lotus. Und dann sagt er, atme einmal tief durch und dann schließ den Mund, atme leise durch die Nase und dann kommt der Punkt, für den wir uns wahrscheinlich am meisten interessieren. Was macht man mit dem Geist? Ne? Also, okay, wie man sitzt und so, alles schön und gut. Ne? Und atmen, ja, okay, also natürliche Atmung durch die Nase, verstanden. Ne? Jetzt kommt Dogen auf den Geist zu sprechen. Jetzt haben wir aber auch schon 11 Minuten hinter uns. Also auf diese Frage Rinzai und Soto, sowohl was Fushilyo und Hishilyo als auch was die Raxus betrifft, werde ich dann morgen wieder zurückkommen. Bis dahin, Geduld bitte und tschüss, bis morgen.